Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Ich heiße Corypheus und wir sind bei Spellforce 3 unterwegs und starten spannend. Wir leveln nämlich unseren Charakter auf, was ich gerade sehe. Können wir einmal schauen, wir haben einen Fertigkeitspunkt freigeschalten. So, wir könnten hier einmal etwas weniger Kosten nehmen. Wir könnten es, glaube ich, auch bei Magie noch machen, bei der Heilung. Schwarze Magie habe ich jetzt erstmal keinen Slot frei. Bonus reduziert die Gegenstandskosten für alles, was ihr kauft. Das ist natürlich auch sehr cool. Da werde ich jetzt auch hingehen. Das muss man nur schauen. Ist das besser? Repariert Ziehgebäude, indem ihr mit dem heilenden Infekte. Okay. Oh. Was haben wir da drüben? Verzieht zeitweise ein Gebäude mit Statuseffekten. Arbeitet diese Gebäude. Das ist auch nicht schlecht. Also, das gehen wir mal kurz rüber weg hier. Ist das jetzt hier. Ja, so. Wir nehmen auf jeden Fall die Seite. Aber das ist ein aktiver Skill, kann das sein? Ja, der ist auch wieder kacke, aber der ist auch... Ja, vielleicht kann man den für den Anfang reinnehmen. Wäre cool, wenn man da so eine, irgendwann noch so eine Leiste mehr kriegen würde, dass da so 4 Skills drin sind. Das wäre auf jeden Fall schon sehr cool. Gut, dann haben wir unseren Charakter auf jeden Fall geskillt. Dann gehen wir zu... Ach, der Typ. Den finde ich ja eigentlich gar nicht so cool, den werde ich aber nächstes Mal austauschen. So, der braucht auf jeden Fall noch eine neue Attacke. Aber irgendwie nichts mit Lebenabzug, da stehe ich nicht so drauf. Ist natürlich hier ein Bonus, erhöht den Schaden im Modus Akimbo. Jeder Akimbo zusätzlich. Ach komm, ah, den haben wir schon voll, okay. Verfügbar, ihr haltet höhere Fokusregeneration. Aha. Bei dem ist mir eigentlich eh Latte, was der hat. Wie gesagt, beim nächsten Mal ist der Kollege sowieso nicht mehr dabei. So, wir haben Isgrim, der ist cool, den werden wir ein bisschen höher leveln. Das sind auf jeden Fall aktive Fähigkeiten. Ich würde gerne irgendeine passive erhöht dauerhaft euren Fokus Maximum. Machen wir das mal. So. Und wir haben Gore, coolster Typ ever. Wir können hier Gestaltswandlung, Wolf, transformiert sich ein Wolf in einen Bär. Was haben wir hier unten? Fügt den Lichtrassen extra Schaden zu. Menschen, Zwergen und Elfen. Was haben wir hier? Ruft einen Toten herbei, das alle Feinde um sich herum beeinträchtigt. Ach, Totem und schwächt. Schwarze Magie hat er noch. Aber ich würde sagen, wir machen alles noch gesperrt. Dann werden wir auf jeden Fall hier in die Richtung gehen. Klicken wir einmal das hier an. So, dann sind wir auch fertig. Haben wir noch jemanden? Nein. Gut, dann sind wir vorerst... Vorerst durch. Willenskraft 8. Okay, weil es beeinträchtigt ist durch den Ring. So. Wir müssen jetzt die Dorfbewohner befreien. Ich würde sagen, wir fangen dann gleich an der Stelle hier an. Gut, warum nicht? Genau. Erstmal, ist die Kamera Ausgangspose? Nein, ich dachte gerade so, hä? Schauen wir da, die sind wahrscheinlich hier unten irgendwo im Knast hier. Da ist sogar eine Schatztruhe. Okay, da sind sogar noch ein paar Gegner. Bei den Wächtern! Hierher! So, würde mal sagen... Da fangen wir mal richtig gut hier an mit den Explosionen. Irgendwie Feuermagie taugt mir schon richtig gut, aber ich habe das durch ESO natürlich auch. Da ist Feuermagie eigentlich immer das Stärkste gewesen. Direkter Schaden. Mittlerweile ist es teilweise ein bisschen anders. Was? Seid ihr euch sicher? Aber wahrscheinlich muss ich mit dem hier sprechen. Verdammt! Ihr seid es wirklich, oder? Korporal Taha? Ja, geht es euch gut? Ja, ich... nur ein paar Kratzer. Wo ist die Bürgermeisterin? Ist sie in Sicherheit? Ja, und sie bereitet die Karawane für die Flucht nach Immerlicht vor. Sie hat uns gebeten, die Dorfbewohner in Sicherheit zu bringen. Gut, das ist gut. Dann werden wir euch helfen. Vorwärts, Männer! Zeigt diesen Soldaten, was es heißt, sich mit uns anzulegen. Ah, jetzt ist weg. War ein bisschen verbuggt, dass das da versetzt war. Hey, cool, was haben wir hier? Menschliche Gebäude erhalten. Oh, mehr Lebenspunkte. Das ist sehr schön. 20% kann ein bei Abwehr erhalten. Panzerung 5 Sekunden kann nicht betäubt werden. Wow, das ist aber nicht schlecht, das Schild. Was braucht man da? Konsi 9, aber das ist der Tank noch nicht. Der hat, glaube ich, Grad 8. Kann man hier rauszoomen? So, jetzt. Wunderbar. Jetzt gehen wir gleich rüber. Hier haben wir das Coole, was wir haben ja vorher schon alles gereinigt hier. Das bedeutet, wir können hier schön durchlaufen, ohne dass uns normalerweise hier irgendwo ein Gegner... Ah, warte mal, wie kommt man denn da hin?
Naja, wir können auch hinten rum. Wir fangen dann erst hier drin an. Und befreien die hier. Laufen dann einmal rum, gehen hier rüber und hier enden wir. Und ich denke, da müssen wir uns sowieso versammeln. Von dem her passt das ganze Thema. Das Haus von Clara, der Bürgermeisterin. Ganz oben. So, schauen wir mal mit meinem Mini-Trupp. War komisch, dass es rot angezeigt wird, hier die Orks, obwohl die ja von uns sind. Dorfbewohner, so, erzählen wir Ihnen von Claras Plan. Genau, machen wir. Ihr habt sie getötet. Sie haben ihr keine Wahl gelassen. Ihr müsst jetzt von hier verschwinden. Clara wartet im Osten auf euch. Ich verstehe. Was ist mit den Toren? Die sind offen und gesichert. Geht jetzt. Oh, das ging ja schnell. Okay, dann werden wir wohl hier runter mal. Kommt man da nicht durch? Wir sollen das hier kaputt... Oh, da gibt es sogar noch so einen kleinen Sack. Das ist sehr schön. Gibt es sonst noch hier was? Ich glaube nicht. Nein. Gut. Ab zum Sack, Taha. Okay, aber nicht wirklich was Wichtiges. So. Oh, da sind auf jeden Fall noch die Gegner von vorher. Laufen die weg oder wir haben die Schiss? Ich weiß gar nicht, was da unten sind. Sind da auch noch Dorfbewohner? Ich denke mal, das sind irgendwelche Gefangenen wieder. Hey, hier drüben! Wir werden angegriffen! Lauf mal hier hin. Nimm die mal alle mit. Bleib da! Ich kann nicht. Jetzt sind sie gleich tot. Dann gib mal dem noch eins. Okay, der ist tot. Jetzt mal den hier. Bester Typ, Chor. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welcher Held ihr am coolsten findet? Hierher! Oh, nice. Wir haben einen neuen Bogen. Ist er stärker? Nein, ist er nicht. So, dann gehen wir jetzt kurz... Achso, das war ja das. Jetzt gehen wir hier hin. Aber ist er wieder, glaube ich, verbuggt. Wo sind denn da diese Leute? Ah doch, da sitzt einer. Verdammte Röstam! Ne, den brauchen wir. Das ist ja schon ein bisschen buggy. Verdammt, noch so. Eins. Für einen Moment dachte ich, das war's. Ihr seid doch der Korporal, oder? Der uns mit dem Ork-Problem geholfen hat. Ja, ich habe die Bürgermeisterin befreit und sie bereitet gerade die Wagen für die Flucht nach Immerlicht vor. Wir sollen die Dorfbewohner in Sicherheit bringen. Oh, freut mich, das zu hören. Dann helfen wir euch. Geht voran. Sehr schön. Dann haben wir schon eine Mini-Armee. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zu der Stelle. Schauen wir mal, was... Ich denke mal, sind da Dorfbewohner? Steht da irgendwas? Optional befreit die Bürgerwehr. Okay, anscheinend sind es wieder irgendwelche. Dann können wir unsere Armee etwas größer machen. Wenn ich den wegkriege, Uram. Die Hälfte schon wieder tot. Ist aber, glaube ich, nur ein Pferd, wo der tot ist. Ne, mit Reiter. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier finden. Okay, da sind noch ein paar Wölfe. Werden jetzt hier ignoriert. Okay, da gibt es dann doch noch ein paar. Genau. So. Macht's kurz. Die Aufnahme hier ist auch hier... Zweiter Weihnachtsfeiertag. Ich werde jetzt heute mal ein bisschen mehr aufnehmen. So, ihr seht es jetzt wahrscheinlich Ende der Woche. Bisschen Versatz ist hier so. Gold wirklich nicht schlecht. Jetzt wen müssen wir jetzt hier wieder ansprechen. Irgendwo muss doch hier einer sitzen auf dem Boden. Da lang. Ah, da ist er, der hier. Ah, es geht mal hier alle weg. Ich glaube, der. Nee, jetzt müsste der dahinter sein. Korporal Taha. Genau. Ihr seid's wirklich. Ich hatte da so ein Gefühl, dass wir euch wiedersehen würden. Diese Bastarde haben die Bürgermeisterin entführt. Wir müssen. Sie ist schon in Sicherheit. Wir sind hier, um die Dorfbewohner zu befreien und zu der Karawane zu bringen. Ach, richtig. Immerlicht. Dann fliehen wir also? Gut. Ist vermutlich das Vernünftigste. Trotzdem, wir schließen uns euch an. Ihr werdet Unterstützung brauchen können.
So, jetzt habe ich ja schon die Mini-Armee ready. Sehr schön, jetzt gehen wir hier hin. Bin ich mal gespannt. Oh, das ist die Bürgermeisterin. Das bedeutet, wir gehen erst hier hin. Da sind wahrscheinlich noch mal ein paar mehr Kollegen. Ah, da war die in Gefangenschaft. Okay, das ist dahinter. Der Gottstein. Okay, da sind noch mal ein paar. Verbrennen wir sie. Ja, du hast recht. Wir machen hier erstmal einen fetten Feuerschaden drauf. Beste Fähigkeit. Wir sind gleich weg. In Ordnung. Korporal. Nehmen wir hier diese coole Truhe mit. Und was haben wir drin? Schlechter. Mist. So, jetzt brauchen wir hier den Kollegen. Tiaras Atem. Ihr seid doch... Korporal Tahar, ja. Alles in Ordnung? Naja, wie man's nimmt. Diese Bastarde haben hier gewütet wie die Trolle und sie haben die Bürgermeisterin gefangen genommen. Die Bürgermeisterin ist in Sicherheit. Sie hat uns beauftragt, die Dorfbewohner zu befreien und zur Karawane zu bringen. Wir fliehen nach Immerlicht. Wurde ja auch langsam Zeit. Gut, dann helfen wir euch. Was für ein Irrsinn, wirklich. Die königliche Armee sollte doch eigentlich auf unserer Seite stehen. Los, Männer. So. Haben wir alle? Dann gehen wir jetzt zu Clara rüber und schauen mal, was uns jetzt erwartet. Bin ich jetzt echt gespannt, ob wir da jetzt durch die Karte reisen müssen mit voll vielen Dorfbewohnern oder... Das interessiert mich jetzt echt brennend. So, sind da auf jeden Fall alle versammelt. So, Clara. Der letzte Reisende ist eingetroffen. Gute Arbeit, Liebchen. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Ist alles bereit? Ja. Und wir werden unverzüglich aufbrechen. Auch wenn mir mein Bauchgefühl sagt, dass die königliche Armee noch nicht ganz mit uns fertig ist. Wir sollten mit Angriffen auf dem Weg von hier zur Grenze rechnen. Wie sieht's also aus? Seid ihr bereit? Auf jeden Fall. Ja, brechen wir auf. Also Leute, Abmarsch! Versucht so leise wie möglich zu sein und bleibt dicht beieinander. Unser Ziel ist die Grenze zu den Wildlanden. Wenn wir es bis dahin geschafft haben, wird es einfacher werden. Fragen? Nein? Gut, dann auf geht's. Finde ich ja ganz cool gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt hier so den Konvoi, die Karawane, wie auch immer, zur Seite stehen müssen. Ich habe eigentlich gedacht, wir müssen jetzt irgendwo wieder kämpfen, aber das finde ich doch auf jeden Fall richtig cool. Ich weiß zwar nicht, warum die dann hier so rumbacken. Ich werde euch beschützen! Wollen die das hier kaputt machen oder was? Anscheinend schon, dann haben sie, war angeblich böse gesinnt, dann haben sie gedacht, okay, jetzt bin ich hier auch mal gespannt. Ist ja echt cool gemacht, also das taugt mir jetzt auf jeden Fall, ist eine kleine Abwechslung, die so zu beschützen und nicht jetzt irgendeine Basis aufzubauen, also Story- und Kampagnenmäßig auf jeden Fall tipptopp hier. Schauen wir mal, die ersten Gegner kommen, ich denke, die kommen jetzt hier direkt schon, die ersten Gegner. Sobald wir irgendwie hier oben sind. Okay, da sind ein paar Wölfe. Die hätten wir vorher noch machen sollen, ne? Das holen wir schnell, dass wir Ingrim, dass der hier alles auf sich nimmt. Mal die Dorfbewohner ein bisschen heilen, bevor sie alle weglaufen. Komm, komm, komm. Yes! Bin ich jetzt mal gespannt. Müsste ja wahrscheinlich irgendwo noch so eine Armee kommen. Verdammt! Soldaten! Tut was, Tahar! Haltet sie auf! Wow. Ja, weh denn, wenn da hier alles... Alter, leck mir am Arsch, du. Das werdet ihr bereuen. Jetzt nehmen wir erstmal den kleinen Tank. Oh Gott, der ist da hinten. Ja, das ist halt absoluter Schwachsinn da, dass wir kommen da nicht mal durch. Ich kann nicht. Oh. Sind die da hinten und stecken da fest? Ich glaub's nicht. Dann machen wir mal eine Heilung auf die Dorfbewohner. Ihr müsst uns helfen. Dieser General, er hat sich Was soll ich denn geschmackt. Machen? Korporal? Tiaras Atem! Gute Arbeit! Warum, verdammt nochmal, sind die so brutal? Wir sind doch nur Bauern! Wahrscheinlich will General Noria ein Exempel statuieren. Wer auch immer die Krone Scheiße, jetzt gehen die da rüber. Fuck. Komm, mach den das Blatt hier.
Ich scheiße, wir lassen den stehen, ich hab Bock. Ich hätte eigentlich vor dem sein müssen. Oh, komm, komm. Jetzt kommt meine Armee bestimmt überhaupt nicht durch. Guter Plan. Wow, wow, gib mal schnell eine Heilung drauf hier. Hey, ist doch absolut kacke hier mit der Karawane. Also da muss man dann doch wieder sagen, hätten sie sich sparen können. Weil wenn man hier nicht durchkommt mit den Einheiten, dass die da hinten rumgammeln in letzter Reihe. Gut, gut. So, schnell weiter. Ich denke, das war's. Vorwärts. So, jetzt sind sie auf jeden Fall vorne. Besser. Kommen die da jetzt? Ja, okay, jetzt sind wir auf jeden Fall vorne. Es ist die Frage, wo lang. Ich würde aber behaupten, müssen links rum. Ja. Ja, okay, wir haben es aber auch geschafft. Okay. War es zwar nicht so cool, dadurch, dass die Einheiten nicht durchgekommen sind, aber... Puh, ab jetzt sollte es einfacher werden. Vielen Dank für eure Hilfe, Taha. Ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Auch wenn das nur der Anfang war. Ich bin ja gespannt, was jetzt kommt. Wie weit ist es von hier nach Immerlicht? 2 Wochen, wenn alles glatt läuft. In jedem Fall können wir uns auf einen langen Marsch einstellen. Alles klar. Wir schließen zu euch auf, sobald wir hier fertig sind. Okay, wir sollten dann hier auch noch durch. Aber, meine Freunde, wir werden jetzt ganz kurz... Ich bin echt gespannt, was wir jetzt hier kriegen von diesem Trollkönig. Oder Goblinkönig. Wenn wir hier kurz reingehen, da bin ich jetzt echt gespannt, weil wir haben normalerweise hier alles abgeschlossen. Wir müssten hier in die Höhlen reinkommen. Das müsste klappen. Dauert natürlich jetzt kurz, dann können wir so lange unsere Fischkeuten angucken. Haben wir auch Zeit dafür, das passt. Plus 5 Fokus, okay, aber das brauchen wir nicht. Das Schild, ja, aber können wir mal kurz auf den Isegrim gehen. Das ist 12, wo haben wir denn das Monsterschild? Ne, wie hat denn der? Ja, da fehlen noch 2 Punkte bei ihm. Das ist eine einhändige Waffe. Die ist sogar minimal stärker. Um 1 Punkt. Kriegt er mal die in die Hand. Sonst können wir ihm ja nichts geben. Oh, was ich gerade merke, ich habe, glaube ich, von Isegrim die Rüstung verkauft, wo ich weiß, wo dran stand, was er benötigt für seine Rüstung. Bisschen blöd. Naja, gut. So, bestätigen. Ab Obwohl nach eure Beine schmerzen und euer Magen vor Hunger brennt, beschleicht euch eine gewisse Vorahnung, als ihr in die schwarzen Tunnel... Alles so. Klar. Jetzt gehen wir direkt... Was ist denn da hinten? Achso, da geht's nach Mulandia. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen hier zu diesem Goblin-König. Jetzt bin ich echt gespannt, ob wir irgendwas Cooles von dem bekommen. Wir laufen auf jeden Fall rüber. Was habe ich eigentlich hier? Ah, ne, ist auch 35 bis 40. Ich will endlich mal einen neuen Stab haben. Irgendwie der bis 50 Schaden macht. Das finde ich richtig cool. Aber da gibt es irgendwie nichts Neues. Schade, schade, schade. Wir können hier auch nur mal die ganzen Sachen hier erlernen. Mal hier mal sortieren. So. So, jetzt kommt hier Gollum. 2.0. Arbeit gar nicht. Stadtgoblins, oder? Gottkönig Mark. C, ja, aber gut für Macht. Gottkönig dankt. Ach, okay, das ist noch gar nicht abgeschlossen. Was wollen komische Fleischleute? Ich denke, wir gehen jetzt. Ja. Jo, anscheinend braucht ihr noch ein bisschen mehr. Schade. Na schön. Fuck, ich habe eigentlich gedacht, wir können die Mission jetzt abschließen. Wo steht denn das nochmal? Hier hat wohl noch mehr Hunger, der Kollege. Dann werde ich jetzt das ganz am Schluss, wenn die Story fast vorbei ist, werde ich erst wieder vorbeigehen bei dem. Vielleicht muss man auch an 5 verschiedenen Orten Goblinfleisch sammeln und es ihm dann bringen. Von jedem Gebiet etwas. Kann natürlich auch sein. Sieht schon cool aus hier mit den Lichtstrahlen. Hier war, glaube ich, letztes Mal der Torwächter, ja. So, dann geht es jetzt auf jeden Fall in der Story weiter. Bin ich jetzt echt gespannt.
Let's go. Wo ist mein Minitrupp? Taha. So, ab nach Falonsheim. So, auch cool mit den Steinen. Ach, hier sind wir. Okay, komplette Armee ist auch da. Haben wir auch alle? Ich weiß gar nicht, ob wir auf die Weltkarte selber können. Ich laufe jetzt erstmal rüber und wir gehen so raus. Und falls wir da nicht irgendwo ankommen, gehe ich mal auf die Weltkarte. Vielleicht könnte man es auch abkürzen, aber wenn ich jetzt da das lade und dann ist es nicht so, ist dann auch blöd. Hier ist alles gefällt worden. Ich erinnere mich gerade irgendwie so ein bisschen an Skyrim. Da kommt nächstes Jahr auf jeden Fall was Großes mit ganz vielen Mods. Das ist auch das Einzige, was, glaube ich, noch bei Skyrim interessiert. Aber wenn ihr diese Mods seht von Skyrim, dann habt ihr plötzlich auf jeden Fall wieder Bock auf das Game, wenn es euer Rechner schafft. Können wir nochmal einfach kurz reingucken. Was hier Schönes. Ah, ein verdorbener Bär. Katzen. Okay, die sind alle verdorben. Bin mal gespannt, was wir noch auf welche Gegner wir noch treffen. Ich hoffe, ich habe jetzt alle. Doch, da ist der komplett klar. Der Trupp müsste eigentlich voll zählig sein. Oder? Hm? Bitte? Was? Wir sollten weiter. Ja. Nee, die sind alle da. Korporal. Verstanden. Aber ich glaube, wir kommen hier nicht durch. Also war doch nicht so. Ich meine, wir müssen jetzt hier auf die Karte. Sonst müsste ich mal selber jetzt gucken, wo wir hin müssen. Gucken, ob die Karte jetzt auch hier angezeigt wird. Nein. Gut, Molandi gibt es anscheinend was. Falonsheim ist, das müsste der Trollkönig sein. Ah, hier. Ainors Klinge, da wollten wir ja, da müssen wir später hin. Die haben ja gesagt, das sind 2 Wochen Marsch, wo die hinwollen. Puh, Grauschanze. Die Wildnis in, okay, Immerlicht. Ah, da wollten sie nach Immerlicht. Hauptquest, das Geheimnis der Former, der verlorene Sohn. Immerlicht war es. So, da werden wir jetzt hingehen und wir nehmen jetzt das richtige Team mit. Der war auf jeden Fall blöd. Können die noch mitnehmen und gucken, was sie kann. Die werden wir mitnehmen. Wir schauen mal, was die drauf hat. Verstanden. Wir nehmen Irgil mit. Für die Feuerzähmer. Den besten Gore. Von den wenigen Flüchtlingen, die die Reise nach Immerlicht schaffen, sind viele darüber entsetzt, dass ihre Sorgen dort kein Ende finden. Obwohl es dem Stadtstaat durch seine Neutralität gelungen ist, während der Magierkriege unversehrt zu bleiben, hat er einen eigenen Berg an Problemen, die es zu bekämpfen gilt. Die drückendsten von ihnen sind die immer stärker klaffende Kluft zwischen Arm und Reich. Ein nicht zu kontrollierendes Anwachsen von Verbrechen und das aggressive Werben der Reinheit des Lichts um neue Anhänger. Oh, scheint so, als hätten wir hier viel Arbeit. Bin ich mal hier gespannt. Wir müssen ja im Endeffekt immer noch, glaube ich, Immerlicht reist zur Schöpfergilde und stellt Nachforschung bezüglich... Ach, der Typ. Verbündete Menschen. Deckt das Geheimnis. Ja, die Menschen fehlen auf jeden Fall noch. Das sind aber andere Orte. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir hier richtig sind. Wir gehen nochmal auf die Karte. Tut mir jetzt leid, aber das sagt er, ist ein anderer Ort. Haben die nicht immer Licht gesagt? Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir noch irgendwo irgendwas finden, wo die hinwollen. Waldschatten war es nicht. Wildnis ist Kanda war es auch nicht. Die grüne Küste. Da ist sowieso nichts. Das müsste ja normalerweise auch dran stehen. Menschliche Verbündete. Ainors Klinge. Das war auf jeden Fall das nicht. Ich glaube,
aber auch nicht, dass die hier unten... Ach Gott, ist die Karte riesig. Also ich weiß auch nicht, wie lang die Story noch ist, ob man hier auch überall hin kann. Das ist ja schon heftig. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Kann auch sein, dass die natürlich noch DLCs rausbringen und dass es dann hier noch wächst. Iskander, Lianon, Waldschatten. Da hinten haben wir noch nichts, so wie es aussieht. Vielleicht sind die auch einfach noch nicht angekommen, weil dauert das auch ein bisschen. Ich weiß natürlich nicht. Das sieht auch cool aus hier mit dieser Brücke, ein Wachturm, Leuchtturm. Da unten ist auf jeden Fall nichts mehr. Das ist wieder Arinors Klinge. Nee, ich glaube, wir müssen da schon irgendwo hin. Nein, unten ist glaube ich auch nichts. Ich glaube, ihr wollt schon nach Immerlicht. Wir werden das jetzt auch machen bei Immerlicht. Ich weiß gar nicht. Wir sind jetzt, glaube ich, wieder auf der Karte. Wir kommen jetzt gar nicht zurück. Wir müssen da nochmal hinreisen. So, schneller, schneller, schneller. Wo sind wir hier? Immerlicht. So. Gut, Truphammer. Von den wenigen Flüchtlingen, die die Reise nach Immerlicht schaffen, sind viele darüber entsetzt, dass ihre Sorgen dort kein Ende finden. Obwohl es dem Stadtstaat durch seine Neutralität gelungen... Doch, tatsächlich, wir sind hier auch richtig, obwohl hier woanders steht. Wir sind richtig. Bin mal gespannt. Boah, komm bitte was Gutes. Wir können die Tuss noch skillen, das machen wir dann gleich. Na, sieh mal einer an. Zack. Hä? Nehmen wir das noch mit, aber nichts Gutes, gib mir noch was Gutes. Oh, was haben wir hier? Irgendeinen Brief. Bin ich mal gespannt. Das sieht ja hier schon ganz cool aus mit der großen Burg. Da wären wir. Stehen bleiben. Was wollt ihr hier? Seid ihr Flüchtlinge? Davon gab es in letzter Zeit verdammt viele. Nein, ich bin kein Flüchtling. Wisst ihr was? Das nehme ich euch sogar ab. Dafür seid ihr zu gut bewaffnet. Also, was wollt ihr hier? Ich bin Abenteurer. Ich bin eine Abenteurerin. Wirklich? Ja, ihr habt da sowas an euch. Irgendwie witzig, wisst ihr? Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einerlei. Ihr seid sicher nicht hier, um einer alten Wache dabei zuzuhören, wie sie von den guten alten Tagen schwärmt. Los, geht rein. Benehmt euch einfach, dann wird es auch keine Probleme geben. Okay. Werden wir machen. Bereit. Immerlicht. Hätte nicht gedacht, dass ich so bald schon wieder Fuß in die Stadt setzen würde. Ihr wart schon mal hier? Vor langer Zeit, ja. Das war noch während der Kriege. Hat damals ganz anders ausgesehen. Heda! Ja, Soldat, ihr! Vorstellen. Habt ihr einen Moment? Viel zu viele Leute an einem Ort. Irgendwo ist noch ein Questmarker. Da. Interessant. Ja, was gibt's? Ich brauche eure Hilfe. Was passiert? Was ist passiert? Wer seid ihr? Rohesia. Rohesia Tanner. Ich habe einen kleinen Hof direkt hinter den Stadtmauern, den ich mit meinem Mann betreibe. Die Sache ist, er ist krank. Magenkrämpfe und Fieber. Seit er in dieses verflixte Dorf gegangen ist. Aber bald ist Erntezeit und ich kann meinen kleinen Georg nicht den ganzen Tag im Bett liegen lassen. Naja. Welches Dorf? Irgend so ein Misthaufen in der Mitte von Leonidar. Lianin oder so ähnlich. Dann weiß ich nicht, ob ich derjenige bin, mit dem ihr sprechen solltet. Es muss einen Apothekarius in der Stadt geben. Ach, kommt schon. Traut ihr wirklich diesen Quacksalbern? Eine Freundin von mir ist mal zu einem von denen gegangen mit einer Fleischwunde am Bein. Und zurückgekommen ist sie ohne das Bein. Könnt ihr es glauben? Sie haben ihr einfach das verdammte Bein abgeschnitten. Ich werde sicher nicht riskieren, dass sie meinem kleinen Georgchen dasselbe antun. Könntet ihr die Krankheit nicht einfach aussitzen? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie ich euch sonst helfen könnte.
Naja, hier kommt ihr ins Spiel. Vor einer Woche war der heilige Frank, der weltberühmte reisende Heiler in der Stadt. Er hat mir ein geheimes Rezept gegeben, das bei magischen Krankheiten hilft. Und ich bin die erste Person auf ganz Eo, der er gestattet hat, es nachzubrauen. Natürlich haben diese sogenannten Apothekari keine der Zutaten in ihren Regalen. Und ich habe alle Hände voll mit der Farm zu tun, jetzt wo Georg krank ist. Und ihr wollt, dass ich euch die Zutaten besorge, korrekt? Ja, ihr werdet's nicht bereuen, glaubt mir. Wir haben eine Menge Gemüse im Überschuss und können euch davon als Belohnung was abgeben. Gemüse? Wer braucht denn Gemüse? Aber ich werde euch helfen. Gut, ich werde euch helfen. Könnt ihr mir eine Liste mit den Zutaten geben, die ihr benötigt? Ja, sicher doch. Ich habe sogar schon eine zusammengestellt. Danke, gute Frau. Ich bin mir sicher, dass Tiara euch für eure Güte belohnen wird. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss zurück zum Hof. Georgs Wickel müssen gewechselt werden. Gut, wo ist euer Hof? Damit ich euch finden kann, wenn ich die Kräuter gefunden habe. Am Fuß der südlichen Mauer, ein paar Schritte vom Stadttor. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Bis dann. Knoblauch, Giftbeutel, Feuernessel, Reiszähne, findet ein paar Haare. Wo soll ich die denn alle herbekommen, ey? Naja gut, wir werden mal schauen. Aufgeblasenes Weib. Eine gute Tat am Morgen vertreibt Renegaten und Sorgen. Kann nicht schaden, auch mal ohne Gegenleistung zu helfen. Ich weiß gar nicht, was da oben jetzt ist. Das Elixier findet ein paar... Ach so, das ist auf der Karte. Der verlorene Sohn. Sind schon richtig viel Händler hier unterwegs. Müsste man fast mal durchgucken, was die im Angebot führen. So, dann rede mal mit dem Kollegen. Hm? Was ist? Diese Insel im See. Diese Insel im See? Da ist doch die Schöpfergilde, oder? Ja, warum fragt ihr? Vielleicht liegt es an der Entfernung, aber war sie nicht mal belebter? War sie. Das liegt daran, dass einige Magier der Gilde sie nach dem Krieg verlassen haben. Sie hatten Angst, alle versammelt auf der Insel eine gute Zielscheibe abzugeben. Warum Zielscheibe? Die Schöpfergilde hat sich doch an den Magierkriegen nicht beteiligt, oder? So wie Immerlicht auch. Stimmt. Aber das hat das gemeine Volk und die Flüchtlinge, die nach dem Krieg hierher kamen, nicht davon abgehalten, ihren Hass trotzdem zu entladen. Es gab sogar Angriffe auf die Gilde. Naja, aber nicht das ganze gemeine Volk, wie ihr es so schön nennt, hat sich daran beteiligt. Ich für meinen Teil weiß, dass die Magier der Gilde nie etwas Unrechtes getan haben. Dieser Angriff, von dem ihr sprecht, war eine verdammte Tragödie. Und der Bürgermeister hat dafür gesorgt, dass die, die ihn zu verantworten haben, am Galgen gelandet sind. Was kostet das? Ich möchte den See überqueren. Was kostet das? 25 Gold. Und kein Falschen. Okay. Also machen wir nächstes Mal weiter. Spannend. Wir gehen rüber zu der Schöpfergilde. Ich bin mal gespannt, wie das ganze Thema sich dann entwickeln wird. Ich sage hier danke fürs Zuschauen. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.